Freunde, ihr habt mir eure Weihnachtsgeschenke geschickt und ich werde darauf reagieren. Ich für meinen Teil bin nämlich f***ig nochmal arm und mittellos, genau wie meine Familie, habe nichts zu Weihnachten erhalten und ergötze mich jetzt einfach nur audiovisuell an euren scheiß Geschenken und hoffe, dass ihr weitaus weniger Glück hattet als ich. Ich habe einen Kinder-Shododon bekommen und konnte den nicht mal essen. So, wir gehen rein. Erstes Geschenk können wir direkt skippen. Was ist das für eine Scheiße? Aber ich freue mich, weil ich habe, da ist ja mein Schokobon besser. Das ist Kacke. Das ist ein Frosch. Das ist Scheiße. Sorry. Skip. Nix. Aber immerhin vegan. Das ist verdammt nochmal based. Bro, das ist frech. Bro, wenn 300 Euro für deine Familie nix ist, dann enteignen. Aber sowas von. Aber gutes Geschenk. Basti hat eine Schere bekommen. Lustig, weil er ist ja Cutter und dann kann er besser schneiden. Du Fott. Ein Steam Deck. Okay. Cool. Actually cool. Digga, die hat 309 Spiele. Wie heißt Madame Erdbeer-Nüdlich? Ja. Ich liebe Ey! Mehr als 10 Spiele? Das ist hier Kizzy Cap. Das ist ein Screenshot, nicht echt? Das ist auch ein anderes Profilbild. Ah. Merlin? Oh, hell no, man. Also, wer slidet denn auf Steam? Also, das ist ja wirklich scheiße. Wer slidet denn auf Steam? Wer? Die fährt gerade zu Merlin und so in die Swissy Schweiz. Niemals. Niemals. Na gut, also moin moin, meine Aktiven, ist halt krass. Also, in Steam zu sliden ist... Also, das ist verrückter Scheiß. Aber, Gratulation zu diesem Geschenk. Ist es toll, ist es nur nicht dein Steam-Account. Eine Gitarre. Oh, nicht schlecht. Die Wand ist turbo hässlich, aber ansonsten geiles Geschenk. Nächstes, was ist das? Ich habe starke Schmerzen. Du hast 2 T-Shirts bekommen? Niemals. Du hast 2 T-Shirts bekommen. Das ist krank. Und eins davon ist turbo hässlich und das andere ist turbo klein. Besser als ein T-Shirt? Nee. In dem Fall wäre das T-Shirt besser in groß. Aber da, also niemand trägt das. Das ist, also sorry, aber das ist, ey, ihr werdet nicht geliebt. Was haben wir hier? Hab ein Portemonnaie bekommen und so ein kleines Weitwinkelobjektiv für meine Kamera. Okay, das ist cool. Aha, okay. Okay. Oh, hell no. Hey, na. Oh, hell no. Bro, das ist verrückt. Aber gut, dann passt wahrscheinlich mehr auf die Kamera. Also Joa wird hier auch aufpassen. Na gut, manchmal sind es die kleinen Dinge. Praktisch zum Mitnehmen. Okay. Okay, nicht schlecht. Schöne Vase. Warum sollte man eine Vase mitnehmen? Cooles Geschenk. Bin dankbar, Hauptsache Zeit mit der Familie. Klar. Na klar, 100 Euro, 50 Euro, Alter, das ist viel Geld. Crazy. Nicht schlecht, gönne ich dir. Eine Sache mit Kuromi kommt noch, aber ich weiß nicht, was es ist. Und eine Zuckerwattemaschine. Eine Zuckerwattemaschine? Okay. Ey, ist cool. Ich glaube generell mit Plüschtieren von Sachen, von denen man weiß, dass das die Person mag, ist immer cool. Ernst süß. Gut, was ist das? Okay, also wir haben hier ein Papa-Platte-Shirt, 500 Tacken, hier nochmal 55 Tacken, Earbuds, irgendwelche Vans der Größe 20. Ich weiß nicht, was dieses Bild ist. Was ist dieses Bild? Also die Schuhe sind wirklich potthässlich. High-Top-Vans, Oldschool. Also, naja, was haben wir hier? Luisa, das ist die f***te Casting-Couch. Luisa hat die Casting-Couch bekommen zu Weihnachten. Was ich überhaupt gar nicht verurteile, ist ein gutes Exemplar einer Cage, würde ich fast schon. Aber die sieht echt geil aus. Die sieht cozy aus. Was ist das? Ich wollte eigentlich das 12,9-Zoll iPad Pro 2020, habe das 11-Zoll iPad Pro 2020 auch okay. Ja, sorry. Also dann mal wieder sorry. Bro, ey, dann tut es mir leid, dass du so eine scheiße bekommen hast. Ey, der Tracksuit ist fresh. Das Top ist fresh. Ehrlich cool. Giotto, Digga, ich schwöre dir, wenn die das mal vegan rausbrettern, ich werde Joa 2.0. Das ist wirklich crazy. Cooles Geschenk. Ich glaube, das ist ein cooles Geschenk. E-Schlagzeug. Auch krass. Boah, damit haben die sich wirklich die Unruhe ins Haus geholt, Alter. Na gut, was ist Sitte? Mancherie, ein Lenkrad, K-Pop-Sachen, ein wirklich hässliches Hoodie. Ja. Ist ein Base-Geschenk. Ist cool. Was ist das? Bratspinat hat Socken... Ach, Digga. Für Socken braucht man irgendwie auch ein gewisses Alter, finde ich. Für Socken, die irgendwie was bedruckt haben oder bunt sind, braucht man ein Alter, ein gewisses, oder eine mentale Verfassung. Ansonsten kommt doch bitte nur Schwarz-Sock und Weiß-Sock an das Fuß. Oder? Also, da könnt ihr mir doch zustimmen. Das ist doch... Kompletter Schabernack. Tünnef. Naja. So, okay, das ist cool. Das ist cool. Tauli Adidas Schuhe. Ja, nicht schlecht. Das ist ernst ein cooles Geschenk. Ich würde die wahrscheinlich ernst nicht tragen, weil da hätte ich gar keinen Bock, dass die dreckig werden. Ehrlich. Die würde ich mir als Trophäe irgendwo hinstellen. Also wirklich. Luis hat bekommen die hässlichsten Schuhe, die wir bis jetzt je gesehen haben auf meinem Discord. Herzlichen Glückwunsch dafür, Freunde. Einmal Claps in Chat. Toll. Tolle Schuhe. Da haben es deine Eltern richtig gut mit dir gemeint. Grinch. Was? Die Jacke. Das Kette. Chat, also ihr macht mich halt sauer. Ihr macht mich halt sauer. Was soll ich mit der Plurry anfangen? Naja, schön. Gönne ich dir. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir hier? Juckt mich nicht. Okay, cool. Ja, cool. 2 Sweatshirts, das ist spaced. Klamotten macht man nie was mit falsch, vor allem, wenn sie sich die wünscht. iPad Air 5 mit Apple Pencil Gen 2 plus Geld. Gönne ich euch reich, Kindern. Ey, ihr wisst ja, wo der Donation-Button ist, oder? Heute noch die 1,9 knacken? Wäre affengeil. Ja. Luisa hat bekommen ein iPhone, ich weiß nicht, welches das ist, und eine Fender plus ein Fender-Verstärker. Auch sehr geil. Sehr geiles Geschenk. Jetzt muss man nur noch spielen können, war Luisa? Und nicht nur posen. Das hier ist nicht, das kann ich, das glaube ich nicht.
Das ist das Geschenk von Marcel Radikal. Natürlich die Vegan-Spas hier, schön. Vegan Erdbeer-Crisp. Schön. Geil. Dicker. Also das ist halt verrückt, ne? Das ist halt verrückt. Marcel, bist du im Chat? Bist du im Chat, du Oberzecke? Marcel, du kommst jetzt sofort in den Kordlich Diss und präsentierst das im Fitcheck. Ich will das sehen an deinem formalen Körper. Was machst du heute? Hallo? Hallo? Was ist was? Ja, zeig her! Ja. Ist das krass? Okay. Dann habe ich natürlich hier auch noch die Jogginghose. Jo. Passend zum Fit. Jo, Mann. Passend zum Fit, zum Drip-Check. Und passend noch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ah, hier die andere, ne? Ist das krass? Ja. Oh, meine Eltern sind die geilsten. Hoodie habe ich keinen. Das waren zwei Jogginghosen und ein T-Shirt. Oh. Aber ich habe hier noch die Jacke vom letzten Mal. Oh, was ist das? Oh. Ah, die Kutte. Ja, die kennst du bestimmt. Die hatte ich schon mal an. Ja, ja. Ist das krass. Achso, und ich habe mich selbst enteignet. Ich hatte ja in der Ecke einen Kühlschrank und dank dir bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich den nicht brauche. Wirklich? Ich hab ihn verschenkt, ja. Sehr gut. Also, wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht braucht, verschenkt's an Leute, die es nötig haben. Claps! Das ist ja nur noch geil. Danke, gutes Geschenk, steht dir. Rocken den Scheiß. Ja. Was ist das? Kanonenkerl. Okay, das ist scheiße geil. Chat, was ist unsere allgemeine Haltung zu Legogos? Und was ist vor allem unsere Meinung zu Gogos? Chat, kennt ihr noch die Gogo Crazy Bones? Das habe ich schon mal gefragt, aber das waren die OG-Spielzeuge damals, als ich Kind war. Oh Gott, das war wirklich geil. Gogos. Gogos Crazy Bones. Oh, Junge. Herrlich. Ernst herrlich. Lego Slay, ja. Das sieht cool aus auch. Ich habe auch so ein bisschen Lego wieder für mich entdeckt. Ich habe diesen Bonsai. Und ich will unbedingt noch diesen einen geilen Porsche haben. Ich finde den richtig ästhetisch auch. Und das Bauen macht auch Spaß. Also das ist ein f***tes W-Geschenk, actually. Das ist ein W-Geschenk. Nicht schlecht. Alright. Okay, okay, okay. Ist nicht verkehrt. Ein Pro X ist ein gutes Headset, gute Wahl. Da ist der Bonsai, sehr gut. Eine Roli, na klar. Jojos Sachen, sehr cool. Ein Raclette-Macher. Hey, yo, was rockst du heute? Digga, deine Eltern sind halt reich. Du hast einen Schallplattenspieler bekommen, Dior Sauvage, halt eine Uhr, ein Bonsai, der kostet auch schon 70 Tacken oder so. Bro, oh Mann, warum seid ihr alle so reich? Das nervt. Na gut. Aber cool, ey, no joke, coole Geschenke. Hätte ich mich drüber gefreut, außer über Dior Sauvage, ehrlich gesagt. Aber Schallplattenspieler ist richtig geil. Firestick braucht, also man braucht irgendein Medium, was man hinten reinsteckt. Ihr wisst schon, was ich meine. Bonsai würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ist overall richtig geil. Das ist fetter Loot, Alter. Was hat... Okay. Eine Maschine hat der herbekommen hier. Felix, weißt du, über was ich mich freuen würde? Na, über die Geschenke, die mir noch zustehen. Meinst du die von vor 2 Jahren, vom ersten Sabaton, die ich dir versprochen habe, die nie ankamen bei dir? Die sind vom Laster gefallen. Ich kann dafür nichts, aber weißt du, weil ich so ein... Pass auf, die sind alle vom Laster gefallen. Das Glücksrad, ja. Ich kann mich dunkel erinnern. Ich weiß noch genau, ich habe mich da sogar beschwert bei DHL. Das ist nie angekommen bei dir. Aber, weil ich so ein Samariter bin, schick mir nochmal deine Adresse privat und ich schick dir das einfach nochmal. Investier quasi doppelt. Und dann kriegst du das. Hab auch nichts bekommen? Ach, echt? Ich habe das nämlich komischerweise komplett sammelbestellmäßig rausgeschickt. Dann ist wahrscheinlich alles runtergefallen, glaube ich. Wir machen jetzt erstmal weiter, Kiso. Okay, also, das hier ist eine Maschine. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Keine Ahnung. Aber sieht cool aus. Was ist ditte? Was haben wir hier denn, Schicket? Also, wir haben Monopoly Banking Cashback. Holen Sie sich Ihren Cashback-Bonus. Wählen Sie Ihre Karte mit elektronischem Banker. Okay, also eine coole Version von Monopoly. Rituals, cool. Geld, 50 Euro H&M, Amazon, DM und ein Gillette Venus Smooth Rasierer. Clean Girl Ästhetik, ja, ich glaube auch. Ist ahnbar, sehr cooles Geschenk. Ich bin gespannt, wie oft Monopoly gespielt wird, to be honest. Was haben wir hier? Pünktchen punkten. Bro, what the fuck, ist das so ein common Ding mit diesen Spotify-Geschichten? Also wir haben eine Trinkflasche, Rieder Früchtchen, was ist das? Feste Dusche, okay, cool. Duschbrocken, okay, kann man wahrscheinlich da reintun. Eine Seife, 2 Monate Spotify, viel Geld. Und Ponnes, ne, die Ponbären. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist ja mal geil. Bruder, Tamina made it, Alter. Ehrlich. Ein Girl Cave Zipper. Sehr cool. Bose Kopfhörer und 2 Bänder. Auch cool. Nice. Neue Hose. Wirklich, ich hasse Miroslav. Ich hasse Miro. Findet man hier irgendwas? Was ist das? Das ist krank. Was ist das da hinten? Na gut, die Hose ist cool. Sieht cool aus. Coole Hose. Geil, das war's. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, Chat, das Ganze zu teilen. Gunnar? Nö. Ich habe den Chico, Baby, ich bin ein Hero.